Schön, dass Sie auch aufdrehen, wenn Wien auftritt. Die nächste halbe Stunde, die ist bei uns vollgepackt mit dem Wiener Kultursommer. The Horny Funk Brothers ist eine neunköpfige Band rund um Sängerlegende Hubert Tubbs, welcher in den 1970er Jahren Frontman der legendären kalifornischen Band Tower of Power war. Der Stil der Band ist geprägt von Einflüssen großer Soul-Ikonen wie Earth, Wind & Fire oder James Brown. Das Wetter war unterkühlt und feucht, was aber die Stimmung von Musikern und Publikum nicht beeinflusste. She was the one for me, the right recipe. Her kisses were so sweet and so tasty. She possessed the kind of love a man would die for. She was super cool, the lady was no fool. She had a history as proud as she could be. She was never wrong, baby is so strong. She was hard to get, but well worth that. She's a special one, my perfect fit on a lonely. Soulcat ist eine Wiener Musikproduzentin und DJ mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik. Bereits 2015 wurde sie von den Sofa Surfers auf dem Album Scrambles, Anthems, Odysseys auf mehreren Songs vorgestellt. Ihre Songs reichen von jazzigen Gängen und den Boom-Bap-Sounds der 90er bis hin zu modernem Hip-Hop. Lawful, the moral, I don't get the fresh feeling no more. Seems like the only intellect in this is brain coral. Yes, I'm disrespecting this. See myself when I close my eye, pretending I'm on the eye. Lost my way with the words on the go. I don't even do the freestyle thing no more. Now why do I feel so old, selfish and bold? Holding on to the fake gold you serve. Intelligent design don't mold, so you get what you deserve. Oh, do I? Scharfe Klangmanöver zwischen Jazz, Krautrock und State-of-the-Art-Elektronik sind die Spezialität von Drahthaus. Sie begeistern jung oder alt, sitzend oder tanzend und sind bei Festivals ein gefragter Act. Drahthaus ist keine klassische Band, sondern ein Produzentenkonglomerat. Es ist durchaus irgendwie eine partizipative Gruppe und es sind schon viele Leute, die sich beteiligen auf irgendeine Art und Weise. Es sind Leute, die technische Sachen machen oder Design machen oder jegliche kreative Arbeiten machen. Heute werden wir sicherlich mindestens 20 Instrumente verwenden, würde ich schon sagen. Lachen ist gesund und deshalb gibt es jetzt gleich bei uns einiges zu lachen. Bei Eva Maria Marold, Günther Leiner, Miriam Hie und Leo Lukas, da wird sogar so heftig gelacht,
dass es auch gleich noch auf die Bauchmuskeln geht. Und falls Sie in nächster Zeit nach Deutschland fahren, dann hat Michael Großschädel was, was Sie da auf jeden Fall einpacken sollten. Sein Wörterbuch Deutsch-Österreichisch. Es bischt die Ziege in die Wiese, es bischt ins Gras die braune Kuh, es bischt ins Hemd die kleine Liese, in meinem Herzen bischt nur du. Ich mache halt Wort- und Balljonglage. Also das ist das, mir traut mir das nicht zu, dass ich mich, also was gibt es Neues ist, glaube ich, wir können nur sitzen und heute werde ich sogar stehen und mich bewegen. Ja, weil das glaubt man nicht, dass ich mich so bewegen kann und ich meine, ich möchte leider ein bisschen überraschen heute und das mache ich heute. Weil mit Gender, da musst du alles, muss man schon gendern, da muss man voll aufpassen. Gendern ist ganz wichtig, ja. Und übrigens, die erste Berufsgruppe, die das Gender eingeführt hat, war die Gendarmerie. Kennt man heute nicht mehr, ja, aber das ist so, also die, falls junge Leute da sind, das war früher die Polizei, ja, also die Gendarmerie. Hallo und herzlich willkommen beim Kultursommer Wien, ich bin die Miriam Hi. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch kennen, ich war die erste asiatische Moderatorin im österreichischen Fernsehen. Und was aber viel wichtiger ist, ich war die zweite erotischste Frau Österreichs. Danke, 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 die Nullerjahre waren großartig. Mit dem Feminismus haben wir es noch nicht so gehabt, gell? Ich habe mich riesig gefreut über die Wahl in der Kronenzeitung. Das war damals für mich ein Meilenstein, ja? Zweiterotischste Frau Österreichs. Sie wollen wahrscheinlich eh nur wissen, wer die erste war, aber ich sag's Ihnen gleich. Für mich war das damals eine wichtige Zeit, meine Damen und Herren, weil ich bin damals in die österreichische Prominenz eingeführt worden. Ja, ich bin damals von Veranstaltung zu Veranstaltung gehetzt. Dabei hat man eigentlich noch zwei Events eh alles und alle durch. Ja, es ist ein bisschen wie asiatische Großfamilie, ja? Die österreichische High Society. Die haben viel gemeinsam. Weil jeder kennt jeden, keiner mag den anderen, alle warten aufs Gratisbuffet, alle tun recht freundlich, hallo, hallo, Bussi, Bussi. Aber du riechst den Hass zwischen Janine und Chanel. Kabarett ist für mich so eine Liga. Nicht, dass das Moderieren jetzt leicht wäre, aber es ist eine ganz, ganz andere Kraft und Energie. Also ich habe allerhöchsten Respekt. Humor rettet das Leben, aber Humor ist auch am allerschwersten in einer Form auf die Bühne zu bringen. Ja. Du kannst ja auch nicht alle immer abholen. Es ist total unterschiedlich und das finde ich aber am Kultursommer so super, weil du bist in so vielen verschiedenen Ecken von Wien und hast da immer ein anderes Publikum. Tien.笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里。Vor zur Mimi, die wollen die nicht Mimi, ausschauen durst vielleicht wie Amelie.Als andere kriegst nicht hin. O heiliger Antonius, ich danke dir viel tausendmal. Der Unfall mit dem Autobus war doch relativ fatal. Mein Mann und alle sieben Kinder haben das nicht überlebt. Doch wie durch ein Wunder bin ich immerhin nur querschnittsgelähmt. Gerade noch mal Glück gehabt, das hätte schlimmer kommen können. Lasst uns eine Kerze weihen und ein Achterl heben. Gerade noch mal Glück gehabt, da darf man sich dann schon was gönnen. Oft ein Ball ist knapp vorbei, doch besser als daneben. Wir machen zwei Lieder, eins davon ich allein und eins zusammen mit meiner Tochter Lore Lee. Und ja, das wird es dann schon gewesen sein, weil man hat ja nur 12 Minuten Zeit heute. Kennen's wen und wen kennen's denn? Es wär schon schön, wenn's auch was kennen, aber ob's was kennen, spielt wenig grün, weil wenn's kann kennen, kennen's kennen, was wollen. Kennen's wen und wen kennen's denn? Es wär schon schön, wenn's auch was kennen, aber ob's was kennen, spielt wenig grün,
weil uns kann keiner, keiner's kennen, was will. Wie ich dann wie ich noch in Burgenland gelebt habe und wie ich dann schon älter war, habe ich auch sehr oft auf Hochzeiten gesungen am Wochenende. Nur damals waren dann ganz andere Lieder hoch im Kurs. Also ich habe sehr oft gesungen auf Hochzeiten von U2, But I Still Haven't Found What I'm Looking For. Oder auch vom David Hasselhoff, I'm Looking For Freedom. Ja, und Highway to Hell habe ich auch sehr oft gesungen. Sowohl auf Hochzeiten als auch auf Begräbnissen, gell? Vom Thema her, es ist ein bisschen anders gelagert natürlich, weil man denkt, warum muss uns immer alles interessieren, warum muss ich immer zu allem eine Meinung haben? Ja? Und vielseitig desinteressiert ist ja doch eher negativ konnotiert. Und auf das Ganze, um das Ganze herum habe ich das Programm angefangen zu bauen. Sind Gynäkologen anwesend? Nein, echtes, nicht Hobby. Bitte, Lied heißt, und jetzt Achtung die Technik, Lied heißt, meine Lippen, sie brennen so heiß. Meine Lippen, sie brennen so heiß. Meine Glieder, sie schmiegsam und weiß. In den Sternen, da steht ihm geschrieben. Meine Füße, sie schweben dahin. Meine Augen, sie locken und glühen. Und ich tanz wie ein Rausch, denn ich weiß. Meine Lippen, sie brennen. Lern doch einfach mal Deutsch. So schwierig kann das doch gar nicht sein. Du bist nun einmal in diesem Land. Also komm und füge dich ein. Und um die Sprache am besten zu lernen, muss ich unter Menschen sein. Drum geh in das erstbeste Beisel. Das heißt Kneipe. Entschuldigung. Rein. Ich setz mich auf einen Sessel. Doch der heißt dort Stuhl. Seufzend greif ich nach der Karten und packe es in mein Wörterpool. Auf Bockhändel und Paradeiser hätt ich jetzt große Lust. Doch das heißt Backhuhn und Tomate und erzeugt den ersten Frust. Und außerdem haben sie es nicht. Ich sprech heut österreichisch, statt Komma sag ich Beistrich. Und in unserer Dichtung, da hast Semikolon, Strichpunkt. Schon als kleiner Michaeli sprach ich Alpin Suaheli. Das ist bei uns biologisch und außerdem auch noch logisch. Also es geht um mich natürlich, weil ich finde, die schönsten Geschichten kann man aus dem schreiben, was man selber erlebt hat, und es geht um meine Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe als Schauspieler. Ich war dort 7 Jahre engagiert am Rheinischen Landestheater Neuss, und da gibt es natürlich viel darüber zu erzählen, über die Gemeinsamkeiten, aber auch über die Ungleichheiten zwischen Österreich und Deutschland. Darum wird es gehen. Außerdem spare ich mir dadurch ein bisschen die Therapiekosten, wenn ich das quasi mit Publikum aufarbeite. Und das meiste, was ich erzähle heute, ist tatsächlich auch wahr oder hat zumindest einen wahren Kern. Alter, bitte lern einmal Deutsch. Das holt ja wirklich keiner mehr aus. Du bist jetzt wieder in Austria und der Spruch ist echt ein Graus. Und um das Ganze gescheit zu lernen, sind als erstes Basics dran. Drum gehen wir jetzt einmal in ein Beisel und das Lied von der Spruch. Das fängt von vorne an. Dankeschön. H.C. Hartmann wäre am 12. Juni 100 Jahre alt geworden. Und für seine Fans ist es sicherlich nach wie vor allgegenwärtig. Nicht nur am Wallensteinplatz, wie in unserem nächsten Beitrag. Die Vorstellung ist, ihr habt in Salzburg damals gelebt, gell? Ja. Beide dichten. Gab es da gemeinsame Dichterzimmer oder ganz weit auseinander? Auch die Witwe von H.C. Hartmann, Rosa Pock Hartmann, war bei dem Themenabend anwesend. Wie kann man sich einen Dichter und Dichterinnen Alltag da vorstellen?
ich muss jetzt erzählen, es war nie meine Absicht oder sagen wir ein bewusster Akt, dass ich jemals literarisch schreiben werde. Ja? Irgendwann habe ich es müssen. Das ist jetzt meine Erklärung. Hat er dich gezwungen? Nein, also wirklich nicht. Müssen? Nein. Es kam aus dir. Ja, also im Inneren, ja, keine Ahnung. Wenn ich mich heute, sagen wir jetzt, da interpretiere, würde ich sagen, dann elegant, ich habe ihn erwählt, weil ich habe ihn schreiben. Er hat für mich geschrieben. Bis es so weit war, dass ich gesagt habe, und jetzt schreibe ich selber. Keine Ahnung aber warum. Der Akt war nicht weder für ihn noch für mich vorhersehbar. Du hast schon hier die Kuscheln, dass man sie mal wieder trifft. Ich buge meine Klubsche, jetzt erzählt mir, was sie sieht. Erzähl mir, was sie anspürt, an die Fried auf diesem Gespür. War's recht leicht oder gar schwer, ich würde es so gern hören. Grabrede für Svein Eriksson, 829 bis 858, gehalten von Sverrir Haraldsson, Übersetzung aus dem Altnordischen. Ich bin auf die Idee mit den Grabreden gekommen und die ist mir so angesprungen, weil ich sofort gemerkt habe, da steckt unglaublich viel drin, literarisch. Vor 7 Julmonden haben wir die Männer von Järkö erschlagen, die Hütten von Järkö niedergebrannt und die Weiber von Järkö geschändet. Wie jung wir doch waren, wie sorglos. Gestern hast du bei Bothildr, meiner Frau, gelegen und ich habe dir ein Auge ausgestochen. Du hast mir das Knie zerschmettert, ich habe dir beide Arme abgehauen, du hast ausgespuckt. Ich habe dir mit meiner Axt den Kopf gespalten. Heute sitzt du in Valhall an Odins Tafel. Morgen komme ich und reiße dir das Herz heraus. Wenn Sie den Bass gern so richtig spüren, dann jetzt am besten Subwoofer an den Fernseher anstecken und ordentlich laut aufdrehen. Mit uns geht es jetzt nämlich auf die Clubbühne zu den DJs Diamond und Elfriede Blut. Die Clubbühne ist die Location beim Kultursommer, wo es immer so richtig laut wird. Jeweils Freitag und Samstag treten DJs und Live-Musiker auf und heizen dem tanzwütigen Publikum so richtig ein. Den Anfang macht DJ Diamond, Open-Air-Club-Szene unter Sternen. Meine Musikrichtung ist relativ breit gefächert. Ich starte bei Hardtrance, so habe ich auch angefangen mit dem Auflegen. Mittlerweile ist das Ganze schon auf jeden Fall schneller geworden. Meine Inspiration kommt vor allem aus den 90er Jahren. Elfriede Blut ist Live-Musiker und präsentiert Eigenkompositionen. Ich spiele heute 100% eigene Musik. Ich bin eben kein DJ, ich bin Live-Musiker. Heute spiele ich eine Mischung aus Techno, Acid und Trance. Jetzt zeigen wir Ihnen das Theaterstück In Grund und Boden im Karl-Marx-Hof, denn dort passt das perfekt hin. Es ist nämlich nicht irgendein Theater, sondern ein Mitbestimmungstheater. Das Publikum entscheidet also, soll der Gemeindebau privatisiert werden oder gleich die ganze Stadt und jeder, jede bekommt fix 216 Quadratmeter Grundbesitz. Sie entscheiden. Wer von Ihnen möchte gerne das Zinshaus, in dem Sie wohnen, mit den Nachbarn gemeinsam selber verwalten? Wer ist dafür? Ja, immerhin ein paar Hände. Und wer ist dafür, dass alle Gemeindebauwohnungen den Mietern ins Eigentum überschrieben werden? Es wurde exklusiv für den Kultursommer entwickelt
und hat auch, ja, hat auch Wien zum Thema. Das rote Wien, Wohnbaupolitik heutzutage und vor 100 Jahren und so. Spannendes, inhaltsvolles Programm. Wer ist dafür, dass Wien aufgeteilt wird und jeder und jede 216 Quadratkilometer, Quadratmeter, übertreiben wir nicht, im persönlichen Besitz überschrieben bekommt? Wer ist dafür? Wölfe. Abstimmung! Und jetzt mit dem Scheiß, Wölfe! Was wäre der Wiener Kultursommer ohne Musik? Und da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Wir starten, wie könnte es anders sein, mit dem Wiener Lied. Aber auch Jazz, Avantgarde und Klassik haben wir jetzt für Sie. Das Trio Soika, Stirner, Rittmannsberger führt uns auf eine musikalische Zeitreise nach Wien bis ins Jahr 1820 zurück. Wir beschäftigen uns mit der Aufbereitung und der Archivierung von Instrumentalmusik, die sich in Wien versammelt hat seit den 1820ern. Also wir präsentieren heute unser Programm Opia. Und Opia, das ist ein Wort, das haben wir kennengelernt. Das ist so, das beschreibt das Gefühl, wenn man auf der Straße an einem fremden Menschen vorbeigeht und man sieht sich für einen kurzen Moment in die Augen
Und dann ist so eine Wärme und eine Verletzlichkeit und der Moment geht ganz schnell wieder vorüber. Und uns ist aufgefallen, dass man dieses Gefühl, diese Emotion auch oft beim Musik hören hat, wenn man zum Beispiel eine Melodie hört und auf einmal berührt die einen aus ganz unerfindlichen Gründen oder man verbindet Erinnerungen. Das heißt, Opia ist für uns so, sind die besonderen Momente des Lebens. Die Fans von Song with Strings haben trotz Starkregen kurz vor dem Auftritt dem Quartett gelauscht. Unsere nächsten Acts sind nur mit jahrelangem harten Training und perfekter Körperbeherrschung möglich. Die Dance Company Hungry Sharks, die tanzt Leonardo da Vinci. Also genauer gesagt greifen sie das mathematische Verhältnis der Körpermaße zwischen Kreis und Quadrat auf. Wie das dann getanzt aussieht, das zeigen wir Ihnen gleich. Und dann machen die Zirkusartisten Bernhard und Berger Telefonterror. Inspiration für das Stück ist der goldene Schnitt und sehr viel choreografische, komplexe Kompositionsstrukturen werden zu sehen sein und viel Inspiration auch aus urbanen Tanzstilen, weil das ist das, wo wir alle herkommen. Bei mir geht es darum, dass der liebevolle Charakter des Professors sich in seinem Keller für ein Jahrzehnt zurückgezogen hat und eine neue Jongliertechnik entwickelt hat, die er heute total selbstverliebt und überzeugt präsentieren wird. Kundenservice, Garantieabteilung. Mein Name ist Heinz Bernhard Meyer. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Aha. Mhm. Aha. Man sieht bei dem Stück, was sich am anderen Ende der Leitung abspielt, wenn man eben in der Telefonwarteschleife hängt. Das kennt sicher jeder. Nicht? Also oft kommen Leute nach dem Stück zu mir und sagen, ja, das passiert mir jeden Tag. Es ist genau mein Alltag. Würden Sie mir bitte zuerst Ihre Kundennummer mitteilen? Wenn Sie Ihre Kundennummer nicht kennen, dann kann ich leider, leider nichts für Sie tun. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Und das war's auch schon wieder. So schnell vergeht eine halbe Stunde vollgepackt mit Kultur. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder bei Wien tritt auf, dem Kultursommer, gemütlich auf der Couch vor dem Fernseher. Bis dahin alles Liebe und Gute.